Das Mädchen und die zwei Äpfel. Ein kleines Mädchen hielt zwei Äpfel in ihren Händen. Da fragte ihre Mutter ihre kleine Prinzessin sanft und mit einem Lächeln. Schatz, kannst du deiner Mama einen der beiden Äpfel geben? Das Mädchen sah seine Mutter einige Sekunden lang an und biss dann plötzlich in einen Apfel und dann schnell in den anderen. Die Frau spürte, wie ihr Lächeln auf dem Gesicht gefror und bemühte sich, ihre Enttäuschung nicht zu zeigen. Sie war verärgert, dass ihre geliebte Tochter nicht mit ihr teilen wollte. Plötzlich streckte das Mädchen einen der angebissenen Äpfel aus und sagte: Mami, nimm den hier. Der schmeckt viel besser.